Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blende zu. Es ist mir eigentlich egal, wenn du was. Und da, wenn du was kaputt ist, ist es dann nicht so cool. Okay, wir haben wieder was erforscht. Okay, rosa Flamingos. Also unsere Mitarbeiter sind halt voll ausgebildet, aber ja. Unser Geld geht ja ein bisschen in die richtige Richtung. Schauen wir mal, ob ich da vielleicht was loswerden kann. 5000. Bestätigen. So, da haben wir auf einmal ein bisschen Geld. Ja, Ferkel, jetzt hat werde die glücklicher gemacht. Tiere. Oh, das sind nicht meine Erdwerke. Wo sind meine Erdwerke? Ich muss schauen, welche Tiere unzufrieden sind. Dass wir die jetzt steigern. Wohlbefinden. Erdwerke hier. Du möchtest mir Lebensqualität durch Dinge. So, sortieren. Hier hast du ein Futterspenderfass zum Beispiel. Ein Futterspender-Dings hier. Dann noch hier so ein kleiner Ball. Ach, Bälle hast du schon. Suchfutterbox. Auch ganz interessant. Da kannst du dein Futter drin suchen. So, jetzt sollte es dir wieder super gehen, oder? Ernährungszustand. Ja, Qualität der letzten Mahlzeit war nicht so. Ja, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, ich glaube, die sollten einfach nur zu zweit sein. Kann ich denen irgendwie sagen, dass da nicht mehr als zwei drin sein sollen? Qualität 2, ja, das passt aber doch eigentlich. Was haben wir dann noch für Problemchen? Okay, mein Kaffernbüffel. Was ist denn dein Problem gerade? Qualität der letzten Mahlzeit und die soziale Gruppe und Lebensqualität. Okay, die Mahlzeit, die kann ich dann später vielleicht mal hochstellen. Dann kriegt ihr einen Futterballspender. Ihr müsst ihr mit euren Essen spielen können. Hier so ein Kratzbäumchen. Wo kann ich euch den hinstellen? Hier. Und das ist eine Reibesäule. Das macht doch Spaß, sowas. So. Warum? Okay, die brauchen einfach Nachwuchs. Und eure Qualität der Mahlzeit muss hochgestellt werden. Kriegt ihr besseres Futter? Was habt ihr? Ihr seid durstig. Wo ist denn da unser Tierpfleger? So. Kommt gleich. Hey, ich hab grad echt Plusgeld. Cool. Blauer Pfau steht voll in Zucht. Ach, meine blauen Pfauen schon wieder. Und mein Warzenschwein ist gestorben. Okay, Altersschwäche. Aber es sind noch nicht genügend Weibchen, Männchen da. Oh, jetzt sind noch zwei Männchen. Okay, ich musste mir ein neues Warzenschwein kaufen, ein weibliches. Schwein. Schwein. War. Warzenschwein, genau. Ich brauche ein weibliches. Das ist sehr teuer. Das ist auch sehr teuer. Gibt es vielleicht ein preiswertes Warzenschweinchen für mich? Ja, du bist ein preiswertes Schweinchen für mich. Hier. So. Was haben wir hier? Okay, ja, mein Schwein ist verstorben. Ich habe schon einen Satz. Technik hat was erforscht. Okay, Gehege. Das ist mir gerade alles scheißegal. Die sind ja auch bald fertig mit dem Forschen, denke ich mal. Veterinärforschung, da gibt es ja nichts Neues. Nee. Wenig Geld. Ja, wir haben gerade mehr Geld als die letzten paar Monate. Keine Sorge. So, wen geht's denn noch scheiße? Meinen Zebra geht scheiße. Weil die letzte Mahlzeit nicht lustig. Oh, er braucht auch Qualitäten mit Spielzeug. Da kriegt ihr hier einen Futterballspender, einen Greifball, einen Kratzbaum. Hier noch einen anderen Baum. Eine Kräuterwitterungsmarkierer und eine Reibesäule möchte ich euch noch finden. Na, ist es nicht toll? Nochmal so ein Futterspenderball. Ja, dann sind wir bei 45, 75%.
und Qualität der letzten Mahlzeit. Das werde ich nicht erhöhen können. Vermutlich. Nee, die haben wir nicht erforscht. Okay, Geist, erlebe die Geburt eines Albinos. Wir haben ein Albino gerade geboren. Unser Pfau ist wohl ein Albino. Oh, das da ist. Oh, wir haben ein Albino geboren, Leute. Sehr süß. Okay, mir fehlt ein bisschen Spaß, sehe ich hier. Kriegt ihr gleich so einen lustigen Futterspender. Und hier ein Spiegelmobil. Mobile. Und hier noch so eine Suchfutterbox. Überall immer sehr beliebt, eine Suchfutterbox. Und hier noch so ein Kräuterwitterungsmarkierer. So, das ist auch schön. Sind unsere Pfauen doch auch gleich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir haben alle auf 86% geschafft. Okay, als nächstes schauen wir, dass wir noch einen weiteren rosa Flamingo freilassen. Wo haben wir denn unsere rosa Flamingos? Ah, cool, wir haben ein Albino geboren. Okay, da ist zum Glück jetzt ein bisschen weniger los, aber da hinten ist wahrscheinlich gar nichts los. Ja, ich sehe schon. Ah, da kommen, glaube ich, gerade Leute dahin, oder? Nein, die gehen da genau vorbei. Was überlegt ihr euch gerade? Diesem Tier würde ich maximal 3 Sterne geben. Warum gibt es unserem Tier überhaupt Sterne? Aber ich glaube, wir brauchen nochmal ein paar Bänke, weil denen alles ein bisschen an Energie fehlt. Jetzt sollten wir überall ein paar Bänke verteilen. Kann man sich schön ausruhen hier in der Gegend. So. Hey, da wurde eine Mülltonne umgestoßen, unerhöht, hört. Sogar ich Sicherheitsbeauftragten hier, aber der hatte nichts zu tun, sagt er mal. Da machen wir noch mal Bank. So. Blauer Pfau erwartet Nachwuchs. Jetzt wollte ich zu meinen rosa Flamingos gehen und schauen, ob der eine schon erwachsen ist. Nee, ist er nicht. Verfügbares Futter. Warum haben die schon wieder kein Futter? Unerhört ist das. So. Timberwolf hat bald Nachwuchs. Okay. Okay, wenig Geld. So, rosa Flamingo haben wir weiter erforscht. Und Verkaufsautomat eingefordert. Könnten wir auch einfach mal das Geld erhöhen. Wir da ins Plus kommen, dass wir da vielleicht 2,50 Gewinn machen für jedes verkaufte Ding. So. Erdferkel. Wenig Geld. Das beeindruckt mich wenig. So. Was sagen denn meine Gäste? So, der Preis fürs Ticket ist gut, okay. Der Durst, ich müsste mal aufs Klo, der Zoo ist sehr geräumig. Ich will mit. Alle wollen mit unserer Bahn fahren. Ich habe den Preis für die Toilette runtergestellt, ich wollte es nur mal sagen. Der Preis für den Zoo ist gut und das sagen ziemlich viele, das heißt, da können wir ruhig nochmal hier ein bisschen nach oben gehen. So. Ja, Marketing haben wir halt gerade gar nicht und das zieht alles irgendwie so ein bisschen runter. Aber ja. Tierwohl befinden ist bei 87%, würde ich nicht als schlecht empfinden. Alle ersetzen, was ist denn das? Was macht denn unser Sicherheitsmensch hier? Opfer von Taschendiebstahl 37. Was? Und der sagt, da ist alles in Ordnung. Ich baue jetzt Sicherheitskameras da auf. Gibt's hier nicht. Und da sind noch viele Menschen. Also ich denke, dass es hier auf diesem Main-Ding hier passiert. Wenn da irgendjemand geklaut wird. Oder hier. Ist hier halt überall, wo viele Menschen sind, gibt es jetzt Kameras. Okay.
So. Ja, hier steht jetzt gerade auch nicht so viel an, aber da hinten steht ja gar nichts an. Und ich wollte hier hinten Leute eigentlich mal hinbringen. Aber die Frage ist halt wie, aber wir kommen gerade so ein bisschen ins Plus. Eine Einrichtung ist aber was denn schon der Gulpi? Techniker anfordern, der wird auch mal erhöht hier. Achso, das war der, wo wir erhöht haben. Technik. Hier Tränkeläden haben wir einen mehr. Vielleicht müssen wir jetzt auch einfach mal die Forschung stoppen, weil wir jetzt halt hier so viele haben, die hier irgendwas erforschen. Und dann hören wir jetzt einfach mal auf. Hier nur noch einer erforscht von denen. Dann kommen die vielleicht auch mal hinterher alles zu warten. Zwei Tiere. Tiere sind gestresst. Aber ich brauche euch nicht schon alles. Die Barrieren verdunkelt. Dann machen wir mal hier die anderen Barrieren, würde ich sagen. Was ist das denn? Einwegspiegel, genau. Okay, so geht das direkt. Okay, das ist jetzt alles der Einwegspiegel. Die Tiere müssen jetzt weniger gestresst sein eigentlich. Ja, die sind gar nicht mehr gestresst. Die sind glücklich. Lebensqualität der Fütter ist nicht so ausgeprägt. Können wir da nicht irgendwas noch machen? Ein Früchtebaum, Also Bällchen habt ihr, glaube ich, aber schon, gell? Oder hier ein Klumpen ausgefrorenen Fisch. Na, das sind doch schöne Dinge, die ich euch hier bieten kann. So, jetzt sind sie zu 100% glücklich. Was haben wir denn jetzt noch? Also ich muss Flamingos freilassen. Das klappt aber nicht, wenn ich keine Flamingos habe zum Freilassen. Tiere. Flamingos müsste ich schauen. Flamingos. Zucker. Nee, das ist nicht ein Jungtier. Gut. Negativen Effekt. Heult weniger rum. Wir haben gerade echt größere Probleme, oder? Okay, jetzt hätte ich wieder genügend Geld, um da hinten vielleicht ein neues Gehege hinzubauen. Wie gesagt, ich hätte das ja hier hinten alles gerne ein bisschen mehr belebt. Und ich baue jetzt gleich auch immer mit den Einwegspiegeln, weil dann können die Tiere auf jeden Fall chillen. Okay, ich muss es länger machen. 7 Meter. Also das wird jetzt ein ganz ein kleines Gehege. Ich weiß nicht genau, was wir da halten werden, aber irgendwas werden wir da halten. Dann gibt es hier auf jeden Fall gleich mal eine Tür, wo es reingeht. Okay. Okay, Inspektor ist gegangen. Bericht. Ja, mein Hirn geht super, habe ich gehört. Bildung ist zwar noch nicht so angekommen bei unseren Leuten, aber ansonsten geht es denen gut. Okay. Zwei Einrichtungen, eine Einrichtung. Lass mich doch einfach nur mit deinem Scheiß hier. Dann wollte ich mal schauen, weil unser Ziel sollte mal sein, Zoopedia zu, ja, vervollständigen. Ich habe ja hier ein ganz kleines Gehege, das heißt, ich sollte vielleicht auch ein kleines Tierchen holen. Aber so klein ist das nicht mal. Tiermarkt, einen Warzenschwein haben wir schon. Erdfährklammer haben wir auch schon. Das ist der billigste vom billigsten. Der Warzenschwein, blauer Pfau, nein. Blauer Pfau, Gabelbock haben wir auch schon. Und Wolf haben wir auch schon. Strauß haben wir auch schon bereits. Oh, diese Dinge gibt es halt wie. Was ist das? Ein Weißschwanzknu. Obwohl, das sind große Tiere, gell? Hier gibt es nur Weibchen. Ah, die sind mir zu groß. Ja, andere Richtung. Also ich brauche kleinere Tiere. Die billig sind.
Okay, Zebra auch schon. Ein Tapir. Tapir würde das sicher unterbringen. Finden wir denn zwei Tapir? Gibt's halt gerade nur Männchen. Nimm mal das Jüngere. Müssen wir halt dann kurz warten, dass wir da auch noch ein Männchen kriegen. Weibchen. So, dann brauchen wir da außenrum einmal einen Weg. Und ich habe jetzt schon angekündigt, ich hätte gern da hinten irgendwie nochmal einen Mitarbeiterraum oder so stehen, dass die Leute nicht so weit laufen müssen. Ich denke tatsächlich, dass das zurzeit ein großes Problem auch ist. Blockiert? Was ist denn daran blockiert? Ja, kann schon sein, dass wir da jetzt nicht hinkommen. Aber das ist nicht schlimm, weil wie gesagt, dann können wir da jetzt einen schön gechillten Mitarbeiterraum hinstellen. Einrichtungen, Mitarbeiter. Mitarbeiterraum, hier klein. Ich hätte halt auch gerne meinen großen. Okay. Ach schön, da hatten wir jetzt halt, irgendwie hat es für den Weg nicht so gereicht. So. Was kann man da einführen? Ineffizient. Okay. Medizinische Versorgung. Mitarbeiter überarbeiten sich nicht so schnell. Das hört sich doch super an. So, ist dann mein Tapir schon angekommen. Ja, da läuft was durch die Gegend. Aber wir machen an dieser Stelle mal einen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Planet Zoo. Bis dahin. Bye.